Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Wild gekämpft der Dracheninsel, oder genau gesagt hier um den Flunk. Dafür befinde ich mich jetzt hier im Gebiet Küste des Erwachens und zwar bei 2692. Und ja, das Team dagegen zu besiegen sieht wie folgt aus. Wir nehmen hier eigentlich nur den Blutsteintunnelgräber mit Giftspucken, glühendes Toxin und lähmendes Toxin. Wenn jetzt nicht allzu viele Crits vom Gegner kommen, sollte man den Gegner ja mit diesem Pet alleine besiegen können. Falls aber vielleicht noch irgendwie Schaden notwendig wäre, wären zum Beispiel Sandalari-Pets recht gut. Hier mit Jagdrudel, Sprung und offenen Wunden. Hier würde ich einfach empfehlen, bei den Sandalari-Pets einfach schneller zu sein als 300, damit ihr halt schneller seid als der Gegner. Eine andere Taktik wäre zum Beispiel auch mit Pets mit der Racheattacke. Da könnt ihr zum Beispiel ja das Pumpen kontern, also beziehungsweise den Schaden halt gleich dem Gegner zurückhauen. Da kommt man auch recht gut und heulen halt arbeiten, aber eben mit dem Blutsteintunnelgräber sollte man da wirklich allein durchkommen können. Beginnen gleich den Kampf und hier gleich zu Beginn das glühende Toxin einsetzen, um halt hier einen stetigen Tod auf dem Gegner zu haben. Dann hier Gift spucken. Und danach lähmen wir den Gegner, also betäuben wir ihn, somit ja, versauen wir ihm seine Rotation, also damit er hier nicht Pumpen einsetzt. Und danach läutert er sich eben selber und nimmt sich das Pumpen selber weg. Deshalb ist das da sehr praktisch. Ansonsten wieder Giftspucken einsetzen. Dann wieder das glühende Toxin. Giftspucken. Und lähmendes Toxin. Ist also sozusagen immer ein Hin und Her. Betäuben wir den Gegner wieder, können wir hier wieder Giftspucken einsetzen. Dann wieder das glühende Toxin, wenn er sich da geläutert hat. Dann wieder Giftspucken. Dann hier das lähmende Toxin, um den Gegner wieder zu betäuben, damit er sich danach wieder selber läutert. Und danach wieder Giftspucken. Dann das glühende Toxin. Giftspucken. Also eben, man würde hier zwei Crits eigentlich aushalten, weil man bekommt eigentlich nur immer die Donnerzunge ab. Also sollte man da recht gut durchkommen. Da kann man nochmals lähmendes Toxin einsetzen, um ihn zu betäuben. Meistens stirbt er dann durch die Dots oder man könnte hier noch einmal Giftspucken einsetzen, um den Gegner da wegzuhauen. Und ja, das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!